Mr. Jakobe! Mr. Marte! Herr Pfarrer Rita! Mein Zimmer für Sie sind oben, Herr Pastor. Hier unten wohnen die Feierabendschwestern von Heilig Geist. Komm, Mücke, sag guten Tag. Tag. Warum denn Mücke? Ja, so heiß ich doch. Hast du deine Mutti noch nicht mitgebracht? Komm doch allein. Er hat doch keine Frau mehr. Ach, das tut mir aber leid. Oh, Musik. Das Zimmer über uns bewohnt die Oberärztin von Frauen 1. Ein ungewöhnlich tüchtiger Mensch. Obwohl ihr Lebensstil bisweilen ein bisschen... Aber ich bitte Sie, Frau Oberin, ich finde diese Musik ganz nett. Ich nicht. Sie sind eine ausgezeichnete Ärztin, Frau Dr. Badenhausen. Dankeschön. Aber dieses Haus hat eine Ordnung. Ach Gott, Frau Oberin, Heilig Geist ist doch kein Gefängnis und keine Kaserne, nicht? Glauben Sie, Frau Oberin, dass eine Frau ganz ohne Freude leben kann? Ohne ein bisschen Glück? Wie heißt er eigentlich? Heger, mit Vornamen Johannes. Und wie sieht er aus? Gar nicht, Pfingstpfarrer. Wie ein richtiger Mensch. Ich habe die große Freude, dem Hauseherrn Pastor Heger vorzustellen. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Wir wollen gemeinsam arbeiten, gemeinsam fröhlich sein und uns immer daran erinnern, wer uns die Fröhlichkeit zu dieser Arbeit gibt. Also Sie sind der neue Pfarrer. Und Sie die Ärztin mit der Tanzmusik. Ach, das wissen Sie auch schon. Lotte! Die junge Dame ist fort. Mit Strauß. Sie macht einen Besuch. Ahnen Sie wo? In Heilig Geist. Hm? Und das soll ich Ihnen auch vom lieben Gott bestellen. Aber von dem hält Ihre Cornelie leider gar nicht sehr viel. Ach, glauben Sie mir, dem macht das nichts aus. Der hat viel zu viel Humor. Wenn zwei sich wirklich lieb haben, macht er mit. Ich bin gleich bereit. Guten Tag, Cornelia. Sie sind mir so nah wie kein anderer Mensch. Aber sie sind mir auch so fremd wie kein anderer. Wenn du wieder bei mir wärst, Cornelia, das wäre ein Anfang. Für mich nicht. Ich würde dran zugrund gehen. Nein, Stefan, alles, was du tust und was du redest, das ist immer noch wie Krieg. Und ich kann es nicht mehr hören, ich will nicht mehr dran denken. Aber wenn man sich liebt, Cornelia... Ich lieb dich nicht.